Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute offene Themen, Sendung, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute heißt Alexandra und sie ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Alexandra. Ja, ich grüße dich, Domian. Ja, ich dich auch, sehr herzlich. Um was geht es denn bei dir, Alexandra? Also, bei mir geht es halt um eine Erkrankung, die also eine Folgeerkrankung vom Suchtverhalten. Mhm. Ich bin jetzt gerade ein bisschen aufgeregt. Ich hatte gestern schon mal versucht durchzukommen. Ja. Ich habe halt Heroin und Kokain IV gebraucht, also intravenös. Mhm. Hatte 2003, verstehst du mich? Ich verstehe es sehr gut. Also du hast HIV und IV gebraucht. Genau, also das heißt ja du hast gespritzt. Du hast es gespritzt. Du hast Heroin Richtig. Und Kokain gespritzt. Wohin hast du es gespritzt? Also ja, das Heroin erstmal überall, wo es erstmal so geht. Und als nichts mehr ging, da war die Leiste. Die Leiste? Ja. Du hast dir, ja, in der Leiste. Du da hast dir das halt, Rauschgift in die Leiste gespritzt? Ja, das sind halt die Venen, das, also die Mediziner nennen das E-Line, von innen gezählt, Venenarterie, Nerv und dann halt in die Vene, ja. Das tut mir schon weh, wenn ich es höre und will mir gar nicht vorstellen, was das für Nebenwirkungen Das hat auch ist hat. Auch in dem Moment, wo man es tut, grauenhaft. Habe ich noch nie gehört, dass man das macht. Ja. Und das macht man, weil man nirgendwo anders mehr die Nadel reinbekommt? Zum Beispiel. Andere machen das, damit es nicht auffällt. Mhm. Und andere machen es so wie ich, dann, weil nichts mehr geht. Hast du Heroin und Kokain einzeln gespritzt oder das gar auch noch vermengt als Cocktail? Sowohl als auch. Ne? Also ich habe das anfangs als Cocktail, hinterher habe ich das Kokain, da war ich 2 Jahre nur beim Kokain und das Heroin halt immer nur zum Runterkommen. Mhm. Ich hatte mir da eine ganz schmerzhafte Beinvenenentzündung zugezogen. Ja. Daraus folgte dann natürlich auch sehr schnell eine dicke, fette, entschuldige. Nochmal zur Einordnung. Du bist jetzt 40 Jahre alt. Wie alt warst du, als du das gemacht hast? Angefangen habe ich mit 20, mit Heroin. Ne? Ja, wie? Und mit dem Kokain habe ich angefangen, so 2003. Da war ich knapp 30, glaube ich. Nimmst du heute diese starken Drogen auch noch? Gar nichts mehr, nein. Ich bin im 9. Jahr sowohl Heroin wie kokainfrei, nadelfrei. Ich bin substituiert. Welche körperlichen Schäden hast du davongetragen durch diesen extremen Konsum? Furchtbar. Ich habe diese Hepatitis C, die chronische Leberentzündung. Hepatitis C, ganz schwere Erkrankung. Ja, das ist etwas, was so dann halt ja die meisten betrifft, die IV konsumieren. Ja, und bei mir ist halt durch diese Beinvenenentzündung eine Beckenvenenthrombose entstanden. Mhm. Das heißt, ich habe einen 12 cm langen Thrombus, so nennt sich dieser Blutpfropfen. Ein Wundpfropfen? Nee, Blut. Blutpfropfen. Gerunde dieser Blutpfropfen. Und dieser Blutpfropfen ist noch in dir drin? Der ist in mir drin. In dem Zustand bin ich natürlich aber immer nur halbherzig in die Krankenhäuser. Also du bist heute eine schwer kranke Frau. Ich bin so schwer krank. Ich habe mittlerweile, ich hatte jahrelang zwar Probleme mit den Beinen,
das schwoll mal an und sie waren nicht belastbar. Und jetzt vor ganz genau einem Jahr, seit einem Jahr habe ich dieses sogenannte offene Bein. Ach so, das auch noch dazu. Das ist jetzt das Resultat dieser ganzen Sache. Bist du sonst drogenfrei? Also wie gesagt, ich bin substituiert. Ja, das hast du gesagt, aber es könnte ja sein, dass du medikamentenabhängig bist oder irgendwas anderes dazu bekommst. Ja, und stimmt, genau. Ich habe dann irgendwann umgestellt auf Alkohol und Tabletten. Und das ist heute auch noch so? Ja, das ist so, dass ich bis vor 6 Wochen fast 2,5 Jahre trocken war und medikamentenfrei war, bis auf mein Substitut, also bis auf Methadon. Mhm. Und aber aufgrund der Schmerzen, ich bekomme Morphium gegen die Schmerzen und das hilft nicht. Also ich habe teilweise Dosierungen gehabt. Du nimmst gegen die starken Schmerzen nimmst du Morphium. Offiziell. Also ich bin da in einer Schmerztherapie. Ja, offiziell heißt, du nimmst es aber auch wirklich. Ich nehme das wirklich, ja. Jetzt hörte ich gerade daraus, du hast es so angefangen zu erklären. Bis vor sechs Wochen war ich trocken sozusagen. Das heißt, du trinkst jetzt wieder Alkohol. Ich habe jetzt wieder angefangen, ja. Um die Schmerzen besser zu ertragen. Ja. Welchen Alkohol trinkst du? Ach Gott, ja, Schnaps. Schnaps. Wie viel am Tag? Also mindestens eine Flasche. Ich trinke halt Rum oder Wodka. Du trinkst diesen Schnaps und kombinierst das noch mit dem Morphium? Ja. Wie empfindet man sich dann? Wie fühlt man sich dann, wenn man so etwas zu sich nimmt? So. Ja, beschissen. Du sprichst ja hilflos auch. Hilflos und ich weiß, das kann ich nicht erklären. Ich hatte halt gehofft, weil wir so viele verschiedene Kombinationen von Schmerzmitteln versucht hatten. Also so diese einfachen Sachen wie Noralgin oder Ibuprofen. Ja, das hilft dann wahrscheinlich nichts mehr in deinem Fall. Das hat irgendwann alles nichts mehr gebracht. Mhm. Diese ganzen, ja, dann hat man das halt gemacht. Ich hatte. Nun wird das ja durch den Alkohol, wird dein Zustand ja, der ohnehin schon hoch bedrohlich ist, natürlich noch viel schlimmer. Ja, und das kann ja auch nicht heilen, ne? Also Alkohol ist massiv gefäßschädigend und trägt natürlich nicht zur Heilung bei. Natürlich nicht. Du hast hier Hepatitis C, das heißt, deine Leber ist schwer erkrankt und da müssen wir gar nicht weiter reden, wenn du so viel Alkohol trinkst. Und auch noch, da habe ich dich gerade unterbrochen, nimmst du auch neben dem Morphium noch zusätzlich Medikamente, die du eigentlich... Nein. Nein. Nur diesen Alkohol halt. Aber das ist, glaube ich, auch schon mehr als genug. Ist dir das denn klar, auf welche Gefahr du dich da einlässt? Entschuldige ganz kurz, ich muss mal einen Schluck trinken. Ich bin trocken im Mund, ich bin so aufgeregt. Trinkst du gerade Rum? Nein, ich trinke gerade Apfelschorle. Nein, ich, klar bin ich mir dessen bewusst. Es gibt dann so Momente, wo ich denke, Mensch, ich will da eigentlich raus. Und dann gibt es Momente, wo ich keine Kraft mehr habe. Du spielst mit deinem Leben, aber du machst es nicht leichtfertig, das höre ich schon, sondern du bist sehr verzweifelt. Ja. Lebst du alleine? Entschuldigung, Moment. Also ich bin eigentlich Dortmunderin. Ich bin nach Hamm gekommen, weil es hier eine Einrichtung gab, die nicht in dem Maßen einer normalen Drogentherapie arbeitet, sondern eher so eine Alltagsbegleitung ist. Also ja? du lebst in einer Einrichtung? Ja, also Wissen die Betreuer das mit dem Alkohol? Ich habe denen das eröffnet vor... 2 Wochen circa, Wie haben die darauf reagiert? Ja, die gucken natürlich, wie sie mir helfen können. Ich bin ja jetzt, also ich muss dazu sagen, ich war vorher 2 Jahre in einer Einrichtung, jetzt bin ich in einer anderen, weil die eher darauf bauen, dass man wieder selbstständig wird.
Alexandra, mal eine grundsätzliche Frage. Deine jetzige Situation ist ja maßgeblich auf deinen wahnsinnigen Drogenkonsum zurückzuführen, glaube ich, kann man so sagen. Ja. Was denkst du jetzt so, wenn du still für dich alleine bist, über deine Vergangenheit und dein Leben? Ja, ich weiß nicht, was ich dir darauf antworten soll. Da hätte vieles anderes laufen müssen, anders laufen müssen. Mhm. Ich hätte vielleicht andere Dinge, oder sagen wir so, ich habe viele Gefahren erkannt, sie aber nicht ernst genommen. Mhm. Weil ich immer noch dachte, stehe ich drüber. So wie der Junkie, ne, der sagt, ich kann jederzeit aufhören. Mhm. Na, so kannst du dir das vorstellen. Ja, und jetzt mich erinnern, so, ich habe so Stationen in meinem Leben erlebt, wo ich ein paar Jahre vorher Frauen gesehen habe und die drauf waren, gesagt habe, nein, so nicht. Ja. Oder wenn dir das und das passiert, dann ist um. Oder wenn du mal ein offenes Bein hast, dann machst du dich weg. Ja, aber ich lebe noch und muss damit leben. Also da ist schon eine Reue und ein großes Bedauern, dass du dich so verhalten hast, wie du dich verhalten hast. Ja. Das verstehe ich. Ja, und da ist es, hier geht es auch nicht darum, wer hat Schuld daran, dass ich sage, meine Eltern seien schuld oder das System. Ich war mir ja bewusst, was ich getan habe. Und ich bin mir ja auch jetzt noch bewusst, und jetzt, was ich tue. Das ist das richtige Stichwort. Jetzt geht es ja darum, dass du aus der jetzt sehr dramatischen Entwicklung, in die du hineingeraten bist, wieder etwas herauskommst. Richtig. Ich möchte jetzt, dass wir das im Hintergrund weiter mit dir im Detail besprechen, weil ich glaube, dass das ein kompliziertes Ding ist, was wir auch sicher hier nicht auf dem Sender machen können und sollten, aber im Hintergrund mit meiner Diplompsychologin. Ja, liebe Alexandra, die Christina wird dich gleich anrufen. Ich wünsche dir in all dem Leid, was du gerade zu ertragen hast, doch Zuversicht und ich wünsche dir auch Glück und auch Kraft, dass du doch einen Schritt nach vorne gehen kannst und dass du zumindest wieder von dem Alkohol wegkommst. Das wäre ja schon mal, wieder ein guter Schritt. Das wäre das Wichtigste, ne? Ja, das finde ich auch, ja. Ja. So, dann bitte ich dich, jetzt aufzulegen und du wirst von der Christina zurückgerufen. Ja, aber ich möchte dir nochmal sagen, dass du eine tolle Sache machst mit dem, was du da tust. Und ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich bedanke mich erstmal. Sehr gerne, Alexandra. Von Herzen alles Gute und wir melden uns gleich bei dir. Alles klar. Tschüss, ciao. Und Jan Kovac ist hier. Jan Kovac. Stimmt das? Genau, richtig. Jan Kovac. Genau, richtig. 28. Genau, moin, junger Jan. Ja. Und was geht's bei dir? Genau, also ich bin in der Neonazi-Szene tätig. Mhm. Als erstes wollte ich sagen, es tut mir richtig leid, was mit ihr gerade passiert ist. Mit Alexander. Mit dem Alkohol. Ja. Genau. Das ist richtig schlimm. Aber es geht darum, ich bin in der Neonazi-Szene tätig. Schon seit klein auf an, weil mein Vater war Neonazi, meine Mutter halt nicht. Und er hatte mich einmal mitgenommen zu seinen Kumpels, wo er dann auch einen Behinderten verprügelt hatte. Mhm. Und das hat mir auch am Anfang wehgetan. Und dann irgendwann habe ich mich dann einer Gruppe angeschlossen, da war ich 15. Und dann hatten wir auch in der Förderschule jemanden zusammengeschlagen. Wie feige, ne? Wie feige. Ja. Das ich weiß. Das muss man aber sofort so sagen. Einen behinderten Menschen zusammenzuschlagen, ist so mit das Mieseste überhaupt neben alten Leuten Leid anzutun. Das tut mir auch wirklich leid, was ich getan habe. Und jetzt muss ich mal einen spontanen Eindruck sagen. Du hast Jan Kovac, das ist ja schon mal kein sehr deutscher Name. Genau, Lewandowski mit Nachnamen, ja. Also wie gesagt, aber meine Großeltern, die stammen aus der Ukraine, aber ich und meine Eltern sind Deutsche. Ja, okay. Und du hast gerade
dein Mitgefühl ausgedrückt der Alexandra gegenüber und hast auch sofort jetzt gerade gesagt, dass dir das auch leid tut, das hat dir wehgetan, was da gemacht wurde. Du bist aber immer noch heute mit 28 bei den Neonazis? Genau, wollte ich gerade sagen. Also es ist schwer, recht da aufzuhören, weil einmal ist es so passiert, dass einer aufgehört hat und dass wir alle gemeinsam den Typen zusammengeschlagen haben. Na, und da haben wir auch ein Jahr auf Bewährung bekommen. Ja, wie oft warst du denn schon in Gewalttaten, in gewalttätige Aktionen verstrickt? Ehrlich gesagt, schon über 10 Mal. Wie oft hast du schon vor Gericht deshalb gestanden? Ja. 10 Mal? Nein, nicht 10 Mal, aber 2 Mal war ich vor Gericht. Kannst du ermessen und abschätzen, was du Menschen schon angetan hast? Weißt du das? Ja. Also das ist ja das Schlimme. Also ich habe, wie gesagt, den Behinderten zusammengeschlagen. Er konnte nichts dafür. Er war auf dem Schulhof, einer Förderschule. Wie alt war der da damals? Also ich war 15 und der Schüler, der war 13. Der war behindert. Welche Behinderung hatte der? Weiß ich jetzt nicht so genau. Der hat immer gesabbert und hat mit dem Kopf gewackelt immer. Und ja. Wie hast du ihn, alleine zusammengeschlagen? Nein, da waren 3 andere noch dabei. Wie sehr habt ihr ihn zusammengeschlagen? Ja, wir haben ihn auf den Boden geschmissen, zusammengetreten und draufgespuckt. Ja, und dann sind wir abgehauen. Natürlich ist er rausgekommen. Und dann haben wir einen Gerichtsprozess bekommen. Ja, das tut mir auch alles richtig leid, was ich getan habe da. Und bist du dafür ins Jugendgefängnis gekommen? Ja, also das ist ja, habe ich ja noch Glück gehabt, dass das vom Jugendstrafgericht gekommen ist und nicht vom Erwachsenengericht, weil dann wäre ich sofort weggekommen. Wie lange hast du dann eingesessen? Also mit dem Behinderten 1 Jahr auf Bewährung. Ich habe da gar nicht eingesessen. Mhm. Mit 16 haben wir dann einen Ausländer zusammengeschlagen und fast totgeschlagen. Dafür standst du wieder vor Gericht? Ja, und dafür habe ich dann auch 4 Jahre bekommen. Und du hast die 4 Jahre abgesessen? Nein, also 3,5 Jahre wegen guter Führung auch. Wie schwer war der ausländische Mitbürger verletzt? Wenn ich ganz ehrlich bin, er hatte eine Platzwunde gehabt, er hat das Gesicht blau geschlagen bekommen und wir haben auch Knüppel dabei gehabt und Butterfly-Messer und einer hatte sogar eine Waffe dabei, aber der ist ja nicht benutzt. Aber du musst doch im Nachhinein wissen, wie schwer die Verletzungen waren, welche Folgeschäden er vielleicht davon getragen hat. Er war im Koma, im künstlichen Koma. Wir haben alle gehofft, oder ich zumindest, habe gehofft, dass er irgendwann aufwacht. Er ist aufgewacht zum Glück. Und darüber bin ich auch, keine Ahnung. Also gut, aufgewacht ist die eine Sache. Weißt du, wie es dem Mann dann hinterher gegangen ist? Nein. Wenn ich ganz ehrlich bin. Jetzt hast du mir schon 2 dramatische Sachen erzählt. Gibt es noch weitere so dramatische Vorfälle? Nur kleinere. Zum Beispiel haben wir Kinder oder Jugendliche abgezockt. Handys etc. Und wie gesagt, ich habe früher nicht nachgedacht. Mein Vater hat gesagt, die Ausländer, die müssen aus Deutschland raus und die Behinderten müssen vergast werden. Na, mir tut es schon weh, wenn ich es mir anhören muss. Wobei dein Vater selbst Ausländer ist. Ja, das ist ja das Schlimme dabei, ja. Ich habe das ja auch erst nach ein paar Jahren verstanden, was er damit meinte. Dein Vater ist Neonazi. Er ist immer noch Neonazi? Ja, er ist Neonazi. Und deine Mutter nicht? Nein, also sie wollte auch schon eine Anzeige machen. In den ganzen Vorfällen, die nicht zur Anzeige gebracht worden sind. Und hat sie aber nicht gemacht wegen mir. Aber die beiden sind immer noch zusammen? Nein. Also meine Mutter lebt getrennt von ihm. Ich wohne auch bei meiner Mutter. Das heißt, deine Mutter weiß aber, dass du immer noch auch in der Szene aktiv bist. Was sagt sie denn zu dir? Ehrlich gesagt haben wir ganz wenig Kontakt. Ich habe eine ganz kleine Bude unter ihr, also im Keller, da haben wir sowas für mich eingerichtet und sie hat gesagt, solange ich da nicht raus bin, dann will sie mit mir nichts mehr zu tun haben. Ich kann das auch ganz gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Gehst du denn auch einem Beruf nach?
Ja, ich bin Pfleger im Altenheim. Du bist Pfleger im Altenheim? Ja, also jetzt nicht volltätig, aber ich mache jetzt gerade ein Praktikum da. Wie ist das, wenn da zum Beispiel kranke Leute kommen, die auch einen ausländischen Hintergrund haben? Wie behandelst du die? Ja, also habe ich auch schon mal erzählt, also die Ausländer, ich mag keine Ausländer, wenn ich ganz ehrlich bin. Also jetzt ist meine Meinung geändert. Ich möchte da auch aussteigen, gegen Behinderte habe ich auch nichts mehr, wie gesagt. Ja, also zum Teil Behinderte, die ja nichts zu können. Aber du sagst immer noch, ich mag keine Ausländer. Genau, das ist richtig. Also ich mag wirklich keine Ausländer. Also aber nochmal so, gesagt, du bist doch selbst ausländisch, stämmig. Du gehörst doch dazu. Ja, also... Du bist doch kein Deutscher. Oh, ich bin schon Deutscher, also ich bin in Deutschland geboren. Gut, aber die Wurzeln sind ja wie bei so ganz vielen anderen in Deutschland, von Türken, Marokkanern, weiß ich was alles, ist es ja eine ähnliche Situation. Die sind auch hier in Deutschland geboren, die Eltern kommen aus der Türkei oder wo auch immer. Und so ist es bei dir ja auch. Wo ist da der Unterschied? Nein, das stimmt schon. Dass ich ausländische Wurzeln habe, weiß ich. Aber sie haben auch gesagt, ich bin nicht schwarz, meine Eltern, die wurde ja auch nicht in Ausland geboren, ich bin ja in Deutschland geboren. Naja, aber du eierst gerade rum, ist ja klar, ne? Das ist Eiern? Ich sag, du eierst gerade rum, das ist ja schwach, was du da versuchst zu erklären. Aber meine Frage nochmal, wenn ein wirklich ausländischstämmiger Mensch zu dir in deine Hände gerät als Pfleger, wie verhältst du dich denn einer so hilflosen Person gegenüber? Wenn ich ganz ehrlich bin, normal. Ich habe es begriffen, auch ich schlage keine ausländischen Leute mehr, ich mache keine Behinderten mehr oder so, das mache ich nicht mehr. Ich mag halt persönlich keine Ausländer. Ich kann das nicht so wirklich erklären. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die Ausländer jetzt kaputt schlage, wenn ich einen sehe, das mache ich natürlich überhaupt nicht mehr. Ich will dir mal was sagen, ich spüre schon, dass da bei dir ein Prozess im Gange ist der Veränderung, das spüre ich. Wenn du mich nicht sehr belügst. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass du mich nicht belügst. Ich finde das nach wie vor schlimm, wenn du das so sagst. Ich mag, so pauschal sagst, ich mag keine Ausländer. Ich sehe es dir mal jetzt ein wenig nach aufgrund deiner Sozialisierung. Du bist in einem Nazi-Haushalt durch deinen Vater groß geworden. Du bist jetzt 28 und hast nichts anderes die letzten 10, 15 oder vielleicht sogar 20 Jahre gehört. Lass uns mal konzentrieren auf den Punkt des Aussteigens. Du willst wirklich raus. Ich will hundertprozentig, zu 100%. Weil wirklich, und ich sitze auch manchmal in der Ecke und denke drüber nach und heule auch richtig. Ich nehme auch Medikamente deswegen auch, weil was ich den Behinderten da zum Beispiel angetan habe, das kann man gar nicht verzeihen, sowas. Jetzt muss ich noch was fragen. Du hast eine feste Arbeitsstelle im Pflegebereich. Genau, richtig. Man weiß doch, dass du vorbestraft bist. Ja. Weiß man, warum du vorbestraft bist? Ja, weiß man. Also derjenige, der da arbeitet im Pflegeheim, der da Chef ist sozusagen, der kennt meinen Vater schon seit Kleinkind an. Und sonst hätte er mich auch, glaube ich, gar nicht aufgenommen. Aber meinst du kennen im Sinne, dass er ein Kumpel von ihm ist? Ein sehr guter Freund. Ist der Pflegeheimleiter auch ein Neonazi? Nein. Nein. Er ist kein Nazi, nein. Wurde beim Einstellungsgespräch denn dieses thematisiert? Was machen Sie, wenn Sie einen ausländischen Menschen hier als Patienten haben? Nein, wurde auch nicht. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch gesagt, ich mache ja sowas nicht mehr. Ich habe das den Heimleiter auch geschworen, sowas mache ich nicht mehr. Ich werde auch keinen älteren Menschen von ausländischer Abstammung sowas antun. Sowas mache ich einfach nicht mehr. Gut. Ist mir auch egal, dass die jetzt die Kumpels jetzt zuhören vielleicht oder so, das ist mir egal, aber... Ja. So, ist halt so, wie soll das jetzt ablaufen mit deinem Ausstieg? Du willst es, du sagst es sogar in der Öffentlichkeit, du hast sogar deinen Namen genannt, was natürlich schon ein besonderes Gewicht hat. Du willst aussteigen. Ja. Wie stellst du es dir konkret vor? Also, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ich habe dir ja von dem einen erzählt, der aussteigen wollte. Mhm. Ich weiß es nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Nur gibt es ja... Nun gibt es ja von staatlicher Seite gibt es sogenannte Aussteigerprogramme, das weißt du sicherlich. Weiß ich nicht so genau. Weißt du nicht, ja, da gibt es Anlaufstellen, wo Menschen geholfen wird, so wie in deinem Fall, die sagen, ich will da raus und
dann wird denen unter die Arme gegriffen. Und bei der Bewältigung all der Probleme, die dann entstehen, wird geholfen. Ja, das hört sich gut an, ja. Das werden wir dir natürlich gleich alles an die Hand geben. Wenn du aber so große Angst hast vor deinen Kumpanen, wie stellst du dir das dann vor? Du kannst doch dann gar nicht mehr so normal weiterleben wie bisher, zunächst zumindest nicht. Nein, das ist das Problem, ja. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, dass ich irgendwo, ich wohne jetzt im Moment in Bayern, und dass ich dann irgendwo nach Hamburg ziehe oder so, dass mich da keiner findet. Weil wie gesagt, ich wollte das alles nicht. Ne? Ich habe es auch nicht begriffen. Was ich getan habe, das ist erst nach einer Zeit gekommen. Erklär mir doch bitte noch, was geschehen ist, dass es bei dir Klick gemacht hat. Kann ich dir sagen, weil ich erfahren habe, dass ich einen Halbbruder habe, der behindert ist. So. Und das hat dich berührt und überzeugt. Ja, nicht nur das, auch da habe ich habe ja mit mehreren Psychologen schon Gespräche so geführt. Und das hat mir dann irgendwann Klick gemacht, dass es nicht so weitergeht, das geht überhaupt nicht. Und dir ist ja auch klar, Jan, ich muss immer auf deinen Namen gucken, Jan Kovac, dass auch du durch eine Krankheit und Unfall morgen behindert sein kannst, ist dir klar, ne? Das ist mir klar, ja. Deswegen. So, wir sind uns einig, dass es extrem schlimm ist, was in der Vergangenheit passiert ist. Ja, sehr schlimm sogar. Ja. So, aber man muss dir anrechnen, dass du diesen Weg jetzt gehst. Vor allen Dingen aufgrund sogar deines familiären Hintergrundes. Und wir werden dich jetzt zurückrufen und dich mit den entsprechenden Informationen versorgen und vertraut machen mit diesen Kontaktstellen. Und dann ist es ein wahrscheinlich weiter Weg für dich, in ein richtiges, normales Leben zu kommen. Sehr weiter Weg. Also ich habe wirklich so total Angst, dass sie mich irgendwie abstecken sogar oder so, wenn ich da aussteige. Gut, das werden dir die entsprechenden Leute, die sich da auskennen, erklären, wie man das am besten macht. Ja. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, ich bescheid. Vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Alles Gute. Hab noch einen schönen Abend dir. Ja, dir auch. Tschüss. Und tschüss. 1:27 haben wir. Hier ist David. David ist 26. Guten Morgen, David. Morgen, Damian. David, um was geht's bei dir? Also, bei mir geht's darum, bei mir ist jeder Tag wie täglich grüßt das Murmeltier. Warum? Also, ich muss jeden Tag dasselbe machen. Also, ich stehe morgens auf, ich rauche meine Zigarette. Mhm. Das muss aber alles an derselben Stelle passieren. Wo, an welcher Stelle muss das passieren? Also ich stehe morgens auf und ich setze mich dann auf meine Couch. Mhm. Wir haben Leitungsprobleme. Hatten wir gestern auch so ein Problem, dass mitten im Gespräch die Sache weg war. Wir versuchen, dann machen wir das mal so und machen erstmal weiter mit dem Stefan. Hallo? Guten Morgen. Ja, Stefan, du hörst mich. Schön, dass du da bist. Genau. 43 Jahre alt. Hallo, Stefan. Genau. Was reden wir bei? Ja. Ich habe ein riesengroßes Problem mit meinem Übergewicht. Mhm. Wie viel wiegst du denn? Ich wiege leider jetzt 160 Kilo. Wie groß bist du? 1,80. Ja. Tja. Wie lange bist du denn schon übergewichtig? Ich bin jetzt wirklich übergewichtig, extrem übergewichtig, würde ich jetzt sagen, seit 6-7 Jahren. Ich habe 2002 ist das mit angefangen und in den letzten Jahren ist das immer mehr geworden. Jetzt habe ich innerhalb von 4 Monaten 20 Kilo zugelegt. Wie kommt das? Tja, im Moment habe ich Probleme mit meiner Arbeit. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall gehabt vor einem Jahr. Ich arbeite beim Dienstleistungsunternehmen. Mit so einem gelben Hörnchen. Und bin jetzt gewechselt zu der Tochter, zu einer Tochtergesellschaft, wo ich mich auch extrem wohl gefühlt habe, wo ich jetzt nicht mehr so viele, ich sag mal, so Pakete und so schleppen muss und so. Da muss ich aber 8 Stunden stehen und das geht jetzt seit einem Jahr gar nicht. Wie gesagt, und jetzt ist das halt so, jetzt ist der Frust pur. Ich kann da nicht arbeiten, die geben mir keine neue Arbeitsstelle oder geben mir nichts anderes, entweder wird aber nicht da.
arbeite ich da so weiter. Um das zu kompensieren, isst du sehr viel und isst und isst und isst und isst. Genau, isst und trinkst. Isst und trinkst, genau. Was trinkst du denn in solchen Mengen, was so viel Kalorien hat? Ja, wie gesagt, ich denke mal, vielleicht zweimal die Woche. Ich denke mal, das ist meistens, wie gesagt, meistens Freitag oder Samstag, dass ich dann wirklich extrem viel trinke, wie gesagt. Aber dann geht es keine harten Sachen. Ja, ich trinke dann Wein. Ja. Ach so, Alkohol. Ach so, Moment. Alkohol kommt auch dazu noch. Genau, natürlich. Also. Natürlich. Ja, das war noch nicht klar. Ich habe es ja nur gedacht, dass du nur, was heißt nur, dass du stark übergewichtig bist. Also du bist übergewichtig und hast ein Alkoholproblem. Das denke ich auch, natürlich, ja. Mhm. Aber jetzt, ich sag mal, da scheiden sich die Geister. Da hätte ich gerne mal deine Meinung dazu gehört, wirklich. Ich meine, ich habe da ein Problem mit Sicherheit, aber ich trinke ja nicht jeden Tag. Ja, du hast zwei große Probleme. Du hast das Problem des Übergewichts und das Problem des Alkohols. Trinkst du, das war jetzt ein bisschen verwurstelt erzählt, trinkst du nur am Wochenende Alkohol in Übermaßen oder in der Woche auch? Das kann in der Woche auch schon mal passieren. Wie gesagt, das kann auch schon mal passieren, wenn ich einen schlechten Tag habe, dass ich mich in der Woche hinsetze und dann auch durchaus Frust, dann trinke ich mir ein, zwei Flaschen Wein. Ja. Wie gesagt, dann ist das also, dann trinke ich mir noch eine Dose Bier dabei und ist das okay. Okay, und dann, das ist kombiniert mit, welche Art von Lebensmitteln nimmst du zu dir, die sehr kalorienhaltig sind? Natürlich isst du dann dabei eine Tüte Chips. Dann, mein Problem ist dann halt so, Ich esse natürlich extrem falsch. Ich gucke jetzt natürlich heute Abend lange Fernsehen. Ich bin gerade dabei, mich versuchen, mit dem Essen umzustellen. Das ist sehr, sehr schwer. Also du machst die ganzen Klassiker. Du isst Chips, Fast Food, du isst Süßes, du trinkst Cola und Limonaden und so einen ganzen Kram. Mhm. Genau, natürlich, klar. Wie gesagt, ich habe jetzt so schön abgenommen. Ich war in der Reha letztes Jahr. Mhm. Im September, da habe ich 12 Kilo abgenommen, da habe ich einen Anfang geschafft. Mhm. Immerhin, das ist ein Anfang, ja, finde ich auch. Natürlich, das war ein Anfang. Ja, dann habe ich auch wieder berufliche Perspektive gesehen. Mhm. Dann habe ich wieder, ich sag mal, 3-4 Wochen gearbeitet und dann ging das mit meinem Rücken wieder nicht mehr. Mhm. Dann habe ich da wieder so Probleme gekriegt mit meinem Rücken und mein Arbeitgeber hilft mir nicht. Mein Arbeitgeber sagt, ich bin in der guten Konstanz, dass ich nur Beamter bin. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde das auch jetzt, ich nehme deine Sorgen bei deinem Arbeitgeber, was immer das alles sein mag, sehr ernst. Wenn du sagst, das ist für dich belastend, dann ist das belastend. Dennoch. Extrem. Dennoch wollen wir die Verantwortung nicht wegdelegieren zu deinem Arbeitgeber. Für dich und deine Gesundheit bist du selbstverantwortlich. Natürlich, aber ich komme ja nicht raus. Ich sag mal, wie kann, jetzt eine andere Frage. Ich bin da schon am Überlegen, ob ich da nicht eine Operation mache, dass ich mir irgendwie ein Magenband oder irgendwas einpflanzen lasse. Oder irgendwie, es gibt da jetzt auch so einen Ballon oder so, wo ich jetzt auch schon im Internet gelesen habe. Weil wie wäre es denn erstmal mit Disziplin? Das ist natürlich also der leichte Weg. Du frisst ja, ich sag's mal ganz böse jetzt, du frisst ja die Wampe voll und sagst, morgen gehe ich zum Magenband-OP. Ich fände es viel, viel schlauer und auch für dich besser, für dein eigenes Gefühl, wenn du dir einen Ernährungsplan aufstellst, dass du die wichtigsten Sachen und die schlimmsten Sachen von dem Plan runterstreichst und dich erstmal über deinen eigenen Entschluss und deine Disziplin daran versuchst zu begeben, dich ordentlich zu ernähren. Das wäre da erstmal ein großer, großer Schritt. Wenn du jetzt zur Magenband-OP gehst, ist das die faulste Lösung überhaupt. Da muss da im Kopf erst was passieren. Du musst dir klar werden, ja, das ist der Punkt. Du musst dir im Klaren werden, das, was ich da gerade mache, ich ruiniere meinen Körper und mein Leben. Und meine Gesundheit. Mein ganzes Leben, ja. Und ich weiß nicht, wie stark das mit dem Alkohol schon ausgeprägt ist. Vielleicht ist es noch kein Alkoholismus. Wie lange ist das eigentlich mit dem Alkohol schon? Ja, aber seit einem Jahr, sage ich jetzt wirklich, seitdem ich das Problem mit dem Rücken habe, seitdem ich nicht mehr arbeiten gehe. Ist für mich eine Information, ein Jahr. Du könntest ab sofort, jeder Mensch kann ab dem nächsten Zeitpunkt, sagen wir mal ab morgen, kann jeder Mensch sein Leben ändern. Jeder. Man kann es zumindest versuchen. Du könntest dir jetzt sagen, ich habe jetzt nochmal über die Stränge geschlagen. Ab morgen trinke ich keinen Tropfen Alkohol mehr. Ab morgen gibt es keine Chips mehr, keine Cola, keine Limo und ganz wenig Süßes. Das könntest du alles sagen.
So, und dann könntest du versuchen, wie schaffe ich es voranzukommen? Mach es doch erstmal. Versuch es doch mal. Vielleicht schaffst du es ja auch, dann ist es doch für dich ein guter und großer Erfolg. Wenn du das hast alles. Du hast vollkommen recht, Domian. Aber wie gesagt, ich meine, ich habe mich jetzt auch schon im Fitnessstudio angemeldet. Ja, auch gut. Das muss aber parallel alles laufen, sonst hilft das auch nichts. Richtig, aber wie gesagt, das Problem ist, die große Scham ist bei mir wirklich die große Scham, wirklich, ich sag mal, mich draußen großartig zu zeigen. Wie gesagt, wie ich vor 10-12 Jahren aussah, wie ich jetzt aussehe, ich schäme mich für mein eigenes Übergewicht. Wie gesagt, wenn mich irgendwelche Nachbarn oder was ansprechen und sagen, Tag, Herr so und so, dann fällt mir das wirklich schwer, mit den Gesprächen zu führen, weil ich mich extrem schäme für mein Übergewicht. Glaube ich dir, Stefan. Dann mach ab morgen etwas dagegen, dass die Scham immer weniger wird. Du kannst ab morgen hast du es in der Hand, dass du in absehbarer Zeit wieder so aussiehst, dass du dich nicht schämst. Aber es geht alles nur mit deinem Willen und mit deinem Entschluss. Es flattert dir nicht ins Haus. Das ist richtig. Kein Alkohol. Wesentlich gesünder essen. Fitnessstudio hast du schon angemeldet. Gehst du hin, auch wenn du da die super trainierten Jungs siehst und dich da wahrscheinlich auch erstmal schämst. Scheißegal. Die finden das auch gut, wenn Leute einen Anfang machen. Und dann ist das ein Zentimeter für Zentimeter Vorwagen. Wenn du nicht stabil genug bist, psychisch für so eine Eigeninitiative, Eigentherapie, dann hol dir noch zusätzlich nebenher Unterstützung bei einem Therapeuten. Aber du musst das Ganze angehen, sonst wird das nichts. Du ziehst dich in deinen Frust zurück. Du hast Probleme bei der Arbeit, kennen wir ja alle. Und da ist man natürlich geneigt, irgendwie sowas zu machen. Aber du musst dir das auferlegen, es nicht zu machen. Das ist doch dein Leben. Natürlich, das ist mein Leben. Wie gesagt, die Qualität, die Lebensqualität, die nimmt ja immer mehr ab. Immer mehr, wie gesagt, ja. Weil ich würde am liebsten, will ich tausend Sachen machen. Wie gesagt, tausend Sachen. Mhm. Ich war jetzt letztens, das ist gar nicht so lange her, war ich in Köln in der Lanxess-Arena und so. Aber ich bin da, ich meine, ich denke dann so, mich gucken dann tausend Leute an und guckt er den Dicken an und so, wie gesagt, und ich habe mich dann extra noch einen super Platz da genommen, wo ich, wie gesagt, weil ich da auch gut sitzen konnte. Mhm. Aber wie gesagt, ich denke, ich habe dann Angst, wie gesagt, ich verstehe. Ist mir schon klar, das musst du nicht wiederholen. Sonst muss ich mich auch jetzt wiederholen. Nein. Du hast es in deiner Hand. Ich verstehe das, ist völlig klar. Bist du denn verheiratet? Nee, gar nicht. Wie jetzt seit letzten Dezember habe ich mich sogar von meiner Freundin deswegen getrennt. Du hast dich von ihr getrennt? Ja. Weil du dich schämst? Ja, weil ich hatte ihr, natürlich, wie gesagt, weil das andere macht ja keinen Spaß mehr, wenn man so stabil ist. Das hat dann alles keinen Bock mehr dazu gehabt. Und ja, so Stefan, das, was du so selbst in die Hand nehmen kannst, wenn du stabil genug bist, darüber haben wir jetzt gesprochen. Jetzt würde ich die Christina nochmal anrufen und dir noch so ein paar Tipps an die Hand geben, wenn du noch therapeutische Unterstützung für diesen eigenen Weg brauchst. Aber alle therapeutische Unterstützung kannst du in die Tonne hauen, wenn du selbst nicht mitmachst und mitarbeitest. Und das Schönste ist sogar, wenn man das ohne therapeutische Unterstützung schafft. Gut. Wie gesagt, ich bin froh, wenn ich jetzt irgendwelche Hilfe kriege. Klar. Mhm. Ich wollte jetzt einfach nur mal deinen Gedanken sehen, weil ich aus dem Teufelskreis nicht rauskomme. Ja, verstehe. Nicht alleine, ja. Ja. Gut. Also Stefan, ich würde gerne mit dir in einem halben Jahr nochmal telefonieren und dann müssen ein paar Kilo Speck runter sein. Ich rufe dich an, wenn ich irgendwann Erfolge habe. Ja. Wenn ich mal, ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt. Das ist erstmal jetzt so als Megaziel. Mhm. Ich habe im September Urlaub und ich möchte im September nochmal Langstrecke fliegen. Und dann habe ich gesagt, in Langstrecke kann ich nur fliegen, wenn ich mindestens 30 Kilo runter habe. Und ich will das jetzt versuchen. So, toller, bis September. Tolle Idee, sich so ein Ziel zu setzen, das ist auch absehbar. Perfekt, besser geht's gar nicht mehr. Besser geht's nicht mehr. Das ist ein großes Problem. Das ist das große Problem. Stefan, jetzt beenden wir es hier. Danke dir. Und wir melden uns gleich bei dir. Danke dir. Alles Gute. Tschüss, ciao. Ja, danke, tschüss. So, jetzt haben wir nochmal, höre ich gerade den David hier, der gerade weggebrochen war. Hallo David.
Sorry, du. Das gibt's doch nicht. Das ist schon wieder. Hallo? Ja, hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich. Da ist aber der Wurm drin bei dir in der Leitung. Also, ich freue mich, dass wir dich nochmal erwischt haben. Du hast, ja, sorry, war eine kleine Störung jetzt gerade. Ja, du hast gerade angefangen zu erzählen und ewig grüßt das Murmeltier. Dass es bei dir so ist. Du musst jeden Tag die gleichen Abläufe machen. Wir waren gerade stehen geblieben, du stehst auf, musst immer rauchen und setzt dich dann auf deine Couch. So weit waren wir gekommen. Okay, ja, ich muss nicht rauchen, aber bei mir ist es halt morgens so, ich trinke mir morgens meinen Kaffee und rauche halt meine Zigarette dabei. Mhm. Und ja, bei mir ist das Problem, also die Tasse muss an derselben Stelle stehen. Mhm. Ich setze mich auf meine Couch und ich muss mich auch auf derselben Stelle hinsetzen, wo ich halt auch sonst immer sitze und meine Zigarette morgens rauche. Mhm. Ja, und ein Beispiel, meine Wohnung ist circa 60 Quadratmeter groß und ich nutze höchstens 20 Quadratmeter davon. Also es gibt Ecken und es gibt Ecken in meiner Wohnung, die ich noch gar nicht betreten habe. Die du auch nie sauber machst? Doch, also mit dem Staubsauger gehe ich da lang. Aber die sind nicht bewohnt, die Ecken sind nicht bewohnt, genau. So meinst du das, ne? Ja. Genau, also ich betrete diese Ecken halt nicht. Du sagst, der ganze Tag läuft nach einem gleichen Schema ab. Lass uns mal den Tag so grob durchgehen. Den Morgen hast du ja gerade schon beschrieben mit dem Aufstehen, die Tasse muss da stehen, Zigarette rauchen auf dem Sofa. Wie geht's dann weiter? Genau, ja, dann mache ich mich fertig für die Arbeit. Was arbeitest du? Ich bin ein Lagerarbeiter. Ja, okay. Ja, und da laufe ich dann halt auch genau denselben Weg. Also ich kenne schon die Steine draußen, also ich achte auch auf den Boden. Mhm. Und ja, also ich versuche also immer möglichst genau denselben Weg zu laufen, den ich sonst auch immer laufe. Mhm. Und ja, also ich komme da auch irgendwie nicht raus. Wie ist das dann bei der Arbeit? Sind das auch immer so die gleichen Abläufe wie am Vortag? Also ich mache hauptsächlich das Gleiche. Also ich mache Türschlösser. Ja. Und da bin ich auch öfters an der Stanze. Mhm. Und ja, da ist dann auch halt derselbe Arbeitsablauf. Mhm. So, und, dann ist irgendwann die Arbeitszeit vorbei. Wie geht's dann weiter? Gehst du dann exakt diesen gleichen Weg wieder zurück nach Hause? Genau, ich gehe genau denselben Weg, den ich zur Arbeit gegangen bin, gehe ich auch wieder nach Hause. Und wenn du dann zu Hause angekommen bist, was machst du dann immer gleich? Dann gehe ich natürlich dann erstmal duschen. Es gibt dann aber auch Momente, wo ich mich mit meinen Freunden treffe, wo ich dann, wo das halt dann für ein paar Stunden wie weggeblasen ist. Also da geht das. Genau, dann unterhalte ich mich mit meinen Freunden, spiele zum Beispiel etwas. Aber wenn du sobald ich dann in deine wieder Wohnung alleine kommst, bin, dann setzt das irgendwie wieder ein. Also es ist wie so ein Vorhang, der sich dann halt immer wieder auftut und wieder zuzieht. Wie sieht das denn aus, so das Ritual ins Bett zu gehen und schlafen zu gehen? Wie läuft das ab? Ja, also, ja, ist schwierig. Also mein Bett, das mache ich natürlich dann auch morgens, also halt alles. Ich mache das Bett morgens immer genau, wie ich auch sonst immer mache. Mhm. Also das Bettlaken, das muss halt auch immer an der richtigen Stelle sein. Die Decke muss genau zur Kante passen. Ja, ich lege mich dann ins Bett und versuche dann halt zu schlafen. Aber ist das jeden Abend zur selben, also fast immer zur selben Zeit? Es ist immer zur selben Zeit. Ich gehe halt auch immer um 2:30 genau, mache ich den Fernseher aus. Mhm. Also bist du auch ein Nachtmensch, bist immer lange auf dann nachts? Genau. Genau. Daher reden wir jetzt auch miteinander. Mhm. Ja. Wie lange läuft das schon, dieses getackerte, festgetackerte Leben? Also sobald, also so, wie ich das merke, so seit 2 Jahren. Und vorher war es relativ locker und vorher war es relativ locker, da war es aber zwischendurch halt, dann hat es sich halt auch wieder eingeklinkt ab und zu. Mhm. Dass ich dann zum Beispiel ganz banale Sache, ich putze mir die Nase, ich schmeiß das Taschentuch in den Müll und wenn ich dann denke, das Taschentuch ist nicht am richtigen Platz, dann muss ich mir nochmal die Nase putzen, um es dann wieder in den Müll zu schmeißen. Mhm. Verstehe.
Verstehe. Das sind, übrigens glaube ich auch, dass deine Wohnung wahrscheinlich super aufgeräumt ist, oder? Die ist auf jeden Fall super aufgeräumt. Ja, da muss, alles muss da so an seinem Platz sein. Da darf keine Irritation, keine Unordnung sein. Genau, das stimmt. Also es ist alles am selben Platz. Ja. Wie ist denn das, wenn du mal Damenbesuch hast? Oder wie sieht es denn überhaupt aus? Bist du in einer Beziehung im Moment? Ich bin nicht in einer Beziehung. Ja, hört es sich irgendwie auch so an. Wie ist das, wenn du eine Beziehung hast? Wenn ich eine Beziehung habe, dann versuche ich die Zwänge halt zu unterdrücken. Mhm. Also ich versuche es nicht preiszugeben. Was schwerfällt bestimmt. Was schwerfällt, ja, das stimmt. Jetzt hast du gerade selbst das richtige Wort gesagt. Du hast nämlich das Wort Zwänge in den Mund genommen. Das hatten wir noch gar nicht thematisiert gerade. Und das ist genau richtig. Ja, also, das ist genau das. Mir kommt vor, wie ein Zwang halt. Ja, ich glaube, ich bin sicher, dass das ein ganz schon krankhaft, zwanghaftes Verhaltensmuster ist, dem du da unterworfen bist. Und ich glaube, dass man da, oder dass du da nicht, Mann, oder dass du da auf jeden Fall dir Hilfe holen solltest, denn du bist jetzt erst 26, wenn das noch weiter sich einfräst in dein Leben, glaube ich, dass es immer schlimmer wird und dass du irgendwann komplett gefangen bist und ein Sklave von diesen Zwängen. Die Sache, genau, die du, bei mir ist es auch immer so eine Schwelle zwischen gut und böse halt. Ich kann es einfach nicht beschreiben. Das ist komplett komisch. Also ich fühle mich dann auch halt wie gefangen, als ob dann, also wenn ich irgendwelche Sachen nicht so mache, wie sie vorher waren, dass dann irgendetwas passiert, dass das Leben halt nicht so weitergeht, wie es bisher. Mhm. Obwohl ich ja auch ganz genau weiß, dass es nicht richtig ist. Ja, ja, da hilft aber, wenn man so etwas hat, hilft die vernünftige, rationale Überlegung, hilft da nicht viel. Da ist man ist gefangen in diesen Sachen. Genau. Warst du denn schon mal bei einem Therapeuten deshalb? Nein, also auch aus Scham hauptsächlich nicht. Also. Aber da braucht man sich nicht schämen. Was meinst du, wie viele Menschen Zwangserkrankungen haben? Mhm. Ich habe hier mit Tausenden gesprochen, die in irgendeiner Form zwangserkrankt waren. Das ist ganz verbreitet. Und bis zu einem gewissen Grad haben das ja fast alle Menschen, ich auch, bis zu einem gewissen Grad. Und da kann man auch sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen eine Macke und das ist nicht so ernst zu nehmen. Also du hast es auch? Ach so, Kleinigkeiten, wo ich auch so meine festen Rituale habe und mich unwohl fühle, wenn das nicht so läuft. Ja. Der Klassiker ist mit der Tür abschließen. Dass man weiß, sie ist abgeschlossen, dann gehe ich dann doch noch mal hin und schließe nochmal ab. Ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt ist das nicht schlimm. Man muss es nur für sich im Auge haben, dass das nicht zu stark wird. Und ich habe bei dir den Eindruck, dass es zu stark ist und du brauchst Hilfe. Du brauchst wirklich Hilfe, um dagegen vorzugehen. Wer weiß das denn überhaupt, dass du sowas hast? Das weiß niemand. Das weiß niemand? Das weiß niemand, nee. Hast du jetzt zum ersten Mal darüber gesprochen? Ja, also du bist der Erste und du bist bis jetzt der Erste, dem ich das überhaupt erzählt habe. Ja, super. Danke für das Vertrauen, dass du das hier erzählst. Ja, also wie gesagt, ich gucke auch öfters deine Sendung und du erscheinst mir auch sehr sympathisch. Und da dachte ich mir, warum nicht? Dann rede ich mal mit dir darüber. Ja, genau. David, also das ist alles nicht dramatisch und ich glaube auch, dass du bei einem guten Therapeuten das relativ gut in den Griff kriegst. Und dann lebst du wieder entspannter. So ist das kein richtiges entspanntes Leben, glaube ich. Okay. Ja, also ich habe Angst davor, Tabletten zu bekommen. Also ich habe auch Freunde, die waren mal in der Psychiatrie gewesen. Also meine Psychologin, keine Sorge. Die waren auch wirklich in der Psychiatrie. Die haben dann Tabletten bekommen und die waren danach nicht mehr dieselben Menschen, wie sie vorher waren. Und da habe ich halt dann auch Angst vor, dass ich dann halt Tabletten bekomme. Die Sorge kann ich verstehen, David. Aber meine Psychologin wird dir gleich erklären, dass das, was man da machen kann, ist eine Form von Verhaltenstherapie. Da brauchst du keine Tabletten nehmen. Das sind alles so gedankliche Training und Auseinandersetzung mit dem Psychologen. Geht alles über Sprechen. Keine Sorge, keine Tabletten. Aber das kann sie dir viel besser erklären als ich. Sollen wir es so machen, dass sie dich gleich anruft und alles Weitere ihr beide dann abklärt? Ja, das wäre auf jeden Fall super. Also mir ist jetzt auf jeden Fall schon ein Stein vom Herzen gefallen. Das freut also ich fühle mich jetzt auch schon ein bisschen erleichtert. Das freut mich, David. Das ist ein schönes Kompliment. Vielen Dank. So, du legst auf. Christina ruft dich gleich an. Alles klar. Ich bedanke mich bei dir, Domian. Du bist echt ein super Mensch. Toll, toll, toll. Alles Gute wünsche ich. Tschüss. Danke. Wünsche ich dir auch, Domian. Danke. Tschüss. Ciao.
1.49 Uhr, Cindy. 26, guten Morgen, Cindy. Ja, schönen guten Morgen. Hallo, Cindy. Hallo. Um was geht's bei dir? Es geht einfach darum, dass meine Mutter mir vor circa 5 Jahren gesagt hat, dass mein Onkel mein eventueller Vater sein kann. Mhm. Problem ist, dass mein Onkel vor 2 Jahren verstorben ist, für den ich Trauerrede gehalten habe. Mhm. Ich rufe dich heute einfach an, weil ich habe, meine Mama hat den Obduktionsbericht rausgeholt und mir ist einfach wieder einfach mal eingefallen, dass er an einer Übertoxikation von Methadon verstorben ist. Mhm. Das heißt, du glaubst, dass er sich das Leben genommen hat? Genau, meine Mama sitzt hier gerade neben mir, genau. Genau das glaube ich und das probiere ich ihr halt auch zu erklären. Ich würde unheimlich gerne wissen, ob er mein Vater gewesen ist. Mhm. Mein Vater sozusagen, der denkt, oder wo wir einfach denken, dass er mein Papa ist, mhm. Den habe ich dann auch drauf angesprochen und er meinte auch, ja, Cindy, es könnte sein, dass der Stefan dein Papa ist. Mhm. Ich traue mich aber nicht, einen Vaterschaftstest zu machen, weil ich einfach Angst habe, wenn er es ist, dass ich ihn nicht mehr richtig kennenlernen könnte. Ich weiß, wie mein Onkel gewesen ist, aber nicht, wie er ist als Vater. Mhm. Wie war denn dein, du hast hier Trauerrede gehalten, das ist ja schon... Ja, die wollten die eigenen Geschwister... Und die wollten ihn anonym beerdigen, beziehungsweise halb anonym. Und das habe ich gesagt, das möchte ich nicht. Mhm. Aber nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht daran gedacht habe, dass es mein Vater sein könnte, sondern weil es einfach Familienmitglied gewesen ist. Gut, aber das zeigt ja schon, dass du schon eine enge Verbindung zu ihm hattest. Sonst hält man ja keine Trauerrede. Da muss man ja schon eine besondere Beziehung zu einem Menschen gehabt haben. Auch wenn er drogenabhängig war, war er aber nie ungepflegt. Er war ein ganz toller Mensch und ich bin mit meiner Mutter, mit meinem, so in dem Sinne Vater, also Stefan war derjenige, der jetzt gestorben ist, mhm. und Matthias ist derjenige, der mein Papa eigentlich ist, dass man das, Stefan war im Jahre 2012 zum Silvester den letzten Abend bei uns und ich habe noch seine Wunden versorgt, weil er, Seine Wunden? Ja. Er hatte sich verletzt oder was? Nee, nicht direkt verletzt. Durch die Drogen hatte er einfach er hatte Spritzenabzesse und ich verstehe. Die habe ich dann noch versorgt. Ich bin medizinische Fachangestellte, deswegen habe ich ihn noch versorgt, aber Cindy, noch eine Frage zu der Grundkonstellation. Stefan heißt der vielleicht Vater von dir. Ja. Wusste er das auch, dass du eventuell seine Tochter bist? Meine Mama nickt gerade, er sagt ja. Ja. Ich kam einfach vor 5 Jahren da drauf, weil viele gesagt haben, Mensch, du siehst aus wie Stefan. Mhm. Ich habe noch einen Bruder, mein Bruder sieht, klar, man sieht Gesichtszüge, aber mein Bruder, ich bin die Einzige in der Familie, ich habe blonde Haare, ich habe dieses Grübchen von meinem Onkel, ich habe die Mundwinkel und... Insbesondere die blauen Augen. Mama sagt die blauen Augen. Das heißt, deine Mutter hatte damals eine Affäre mit ihm und und sie kann es definitiv nicht sagen, ob er nur ist oder dein jetzt angenommen. Sie sagt nein. Mhm. Für dich ist es aber, ich höre daraus, dass es für dich eine sehr wichtige Frage ist, die zu beantworten. Ja, aber ich habe Angst davor, weil ich ihn dann nicht mehr richtig kennenlernen kann. Das Problem ist, wenn er es ist, hätte ich noch 3 weitere Geschwister. Mhm. Und was für mich denn ganz, ganz, ganz schlimm wäre, mein jetziger Bruder, den ich wirklich, das ist mein Leben, wäre dann nur mein Halbbruder. Wäre das schlimm? Würde mir das Herz zerreißen. Warum? Er ist dein Halbbruder und er ist dein guter Freund, das höre ich schon, wie du es erzählst. Darauf kommt es doch an. Ich will es wissen. Ich traue mich nicht. Ich habe Angst davor, die Wahrheit zu erfahren. Ja, ja. Du beschäftigst dich seit 5 Jahren mit der Frage. Ja. Und du hast Angst, aber dich lässt die Frage auch nicht los. Nee, absolut nicht. So. Und das ist für mich ein Grund zu sagen, ich kann dich auch verstehen, wenn ich du wäre, würde ich das auch wissen wollen. Ich verstehe auch deine Ängste, aber ich würde dir gerne die Ängste nehmen. Zumindest was deinen Bruder anbelangt. Das wäre für mich dann völlig egal, ob das nun mein voller Bruder wäre oder mein Halbbruder. Es kommt doch auf den Menschen an, wenn du einen guten Kontakt und wenn ihr euch als Geschwister sehr lieb habt und euch gut versteht miteinander.
dass du deinen Vater, wenn er denn dein Vater ist, nicht mehr so kennenlernen kannst, wie du ihn eigentlich hättest kennenlernen wollen. Das ist tragisch, aber das ist dann so. Aber du hättest dann Gewissheit. Und dein und der Matthias, das ist ja der Vater, von dem du immer angenommen hast, dass es dein Vater ist, der würde sogar so einen Vaterschaftstest machen und der wäre da ganz offen. Ja, ich hab ihn ja darauf angesprochen und ich war völlig fertig gewesen. Ich hab nur noch geweint und er meinte, ja, ich soll mir keine Sorgen machen, Cindy, ich weiß, es ist so und er würde mir voll und ganz dahinter stehen, merke aber, dass er sich in gewisser Art und Weise mehr von mir abwendet. Also er ist dann eher, weil mein Bruder ist definitiv sein leiblicher Sohn. Bei mir ist es halt so in Frage gestellt. Man merkt diesen Unterschied. Also, hast du denn Angst, wenn jetzt aber herauskommen sollte, dass Stefan dein Vater ist? Hast du Angst, dass... Ich würde es mir mehr wünschen, das ist es ja eben. Und das ist das, was mich traurig macht. Hast ich du würde mir mehr wünschen, dass er mein Vater wäre, weil Matthias meiner Mutter einfach so viel Schaden zugefügt hat. Ah, ich verstehe. Wiederum liebe ich meinen Vater Matthias. Also das hat damit zu tun, mein Vater ist mal wieder im Knast, was ja nichts Neues ist. Aber dann spricht doch eigentlich alles dafür, dass du das machen lassen solltest, damit. Ja, aber dann ist doch das Problem, dann strafe ich doch Matthias, also mein Vater, nur noch mehr mit Missachtung. Dann will ich doch gar nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil ich. Aber ich verstehe das nicht, Cindy. Letztendlich. Ich weiß ja nicht, wie eure Verhältnisse miteinander sind. Eigentlich find, ganz gut. So, dann kann das doch auch ganz aber gut... Aber nur auf freundschaftlicher Basis. So, dann kann das doch auch genauso weiterlaufen. Egal, ob er nun dein Vater ist oder ob er es nicht ist. Entscheidend ist doch, wie ihr euch bisher miteinander vertragen habt, wie er dich behandelt hat und was du für ihn empfindest. Das, wenn du jetzt schwarz auf weiß bekommst, dass Stefan dein Vater ist, sollte das doch eigentlich daran nichts verändern, was du mit Matthias fällst. Genau daran, darunter habe ich Angst zu leiden. Ich habe dann einfach darunter Angst zu leiden, wenn er mein Vater ist, dass ich diesen Menschen nie wieder richtig kennenlernen kann. Ich kann noch nicht mal den Friedhof betreten, weil ich so eine Angst davor habe. Gut, das Problem kann man nicht mehr lösen, dass du ihn nicht mehr kennenlernen kannst. Ich meine, du hast ihn ja kennengelernt, zwar nicht als meinem Onkel, nicht als meinen eventuellen Vater. Nein, das muss man dann akzeptieren. Das ist sehr traurig und tragisch, dass er verstorben ist. Aber ich finde, so wie du klingst, musst du das machen. Du findest sonst keine Ruhe. Du hast Angst und Bedenken, die muss man auch ernst nehmen. Aber die sind nicht so groß, dass du sagst, ich lege dieses Kapitel zur Seite und mir ist es letztendlich egal, wer mein Vater ist. Das ist nicht so bei dir. Nee. Das ist nicht so. Nee. Und das verstehe ich wiederum auch. Ich würde auch gerne wissen wollen, wo sind meine wirklichen Wurzeln? Vor allen Dingen, wenn das Thema schon in der Welt ist und man viele darüber spekulieren. Ist denn deine Mutter auch damit einverstanden, wenn du das machen würdest? Ja. Das schon. Sie würde ja auch, du wirst auch wissen wollen. Ja, sie würde natürlich auch wissen. Meine Mutter leidet ja auch darunter. Wir reden viel darüber und ich weine auch halt echt viel, weil ich darunter super leiden tue und einfach zu viel. Also, ich wiederhole es nochmal, Cindy. Ich finde, du solltest das machen. Okay. Was dein Bruder, von dem du glaubst, dass es dein leiblicher Bruder ist, was sagt der denn? Der weiß ja von der Problematik sicher. Mein Bruder weiß es, aber er sieht mich halt als vollkommene Schwester an und Hat er denn auch eine Befürchtung geäußert, dass wenn... Nein. Mein Bruder, erst nachdem wir mit ihm gesprochen haben und wir ihm gesagt haben, es könnte sein, dass wir nur Halbgeschwister sind. Und wo ich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgesprochen habe, wir könnten nur Halbgeschwister sein, bin ich in Tränen ausgebrochen. Weil mein Aber er nicht? Nein. Cindy, das ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr nur Halbgeschwister seid. Ich sag's nochmal, es kommt doch darauf an, was für ein gutes Verhältnis ihr miteinander habt. Ja. Nur darauf kommt es an. Alles andere ist gleichgültig. Aber es ist nicht gleichgültig, wenn du das Bedürfnis hast, zu wissen, wer ist dein Vater. Das ist wichtig. Ja. Mach es. Ich kann dich wirklich nur dazu ermutigen, das zu tun. Wenn diese 5 Jahre überzeugen mich auch, wenn du 5 Jahre dich damit rumschlägst. Es wird einfach nur wehtun, zu wissen, wer es halt ist. Ich glaube, dass du dich dann auch damit arrangieren wirst können, wenn du die Wahrheit weißt. Und irgendwann findest du dann auch deine Ruhe und deinen Frieden mit dem neuen Wissen. Ja. Jetzt muss ich leider Schluss machen, Cindy. Okay.
Okay. Ich hoffe, dass du eine gute und richtige Entscheidung für dich findest und grüß deine Mama herzlich von mir. Sie nickt, sie sagt danke. Okay, alles Gute euch beiden. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Andreas Fulford. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Auch wieder mit einer freien Themenart. Ihr könnt gerne ab 0 Uhr anrufen oder auch gerne mailen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne und erholsame Nacht. Bis morgen. Tschüss.